So, das interessiert mich. Hey, what's up guys? Everything Apple Pro here. Hope you're staying safe and healthy. I've got your dose of Apple leaks and news today. 10er, Digga, wenn das neue iPhone 1100 kostet, nur. Hey, what's up guys? Everything Apple Pro here. Hope you're staying safe and healthy. I've got your dose of Apple leaks and news today, including the iPhone 12, some accurate pricing, release date info. One of the models may contain Touch ID, iOS 13.5 and... Seid mal ehrlich, glaubt ihr, dass Touch ID zurückkommt? Seid mal ehrlich, glaubt ihr, dass Touch ID zurückkommt? Nein, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Touch ID zurückkommt, weil die haben nicht für 2 oder 3 Jahre extra so eine Touchbar, so eine Face ID Bar entwickelt, damit es nur 2, 3 Jahre ist, damit sie wieder Touch ID zurückholen. Also ich glaube nicht, Digga, ich glaube nicht, dass das zurückkommt. A host of other news. Also wanted to mention, I have drawn giveaway winners for our iPhone SE draw. I will be doing another one for 4 iPhone 11 Pros as we fast approach our release date for the Rebel Series cases on the 20th. Und im Übrigen, ich find's mit Face ID 100 mal besser. 28th of this month. So stay tuned for that. Ich glaube, das kommt. Ich glaube, das ist das, was beim iPhone 12 kommt. So eine kleine Leiste. Weiß im Übrigen einer von euch schon jetzt, dass er sich ein iPhone 12 kaufen wird? Weiß es einer von euch? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe euch ja schon mal erzählt, ich habe mit meinem Vater so einen 3-Jahres-Zyklus. Wir kaufen uns jedes dritte Jahr, kaufen wir uns ein neues iPhone. Und ich habe ja ein iPhone X. Und es sind wieder 3 Jahre vergangen. Das heißt, iPhone 12 wird sich geholt. Safe. For the Rebel Series cases on the 28th of this month. So stay tuned for that. Honestly, so exciting. We've got a lot of logistics here to take care of, so making ends meet, but we're gonna make that launch. Sorry again for delaying it so long, but I promise it will be worth it. All right, so iOS 13.5, let's start there. I didn't cover this one, but essentially what happened is from 13.4.5 beta 2, Apple jumped straight away to 13.5 thanks to a new SDK. Basically, Apple had to update from 13.4.5 beta 2 straight to 13.5 beta 3. Now we're on beta 4. They dropped that today. And it includes a new SDK for contact tracing in order to let you know if you've been exposed to someone that has had a confirmed case of coronavirus. Digga, inshallah, das iPhone wird nicht so aussehen, ne? Ich finde, das sieht so billo aus. Ich finde, das sieht scheiße aus. Und dieses Licht, was ist das für eine scheiß LED? Moruk. This is a somewhat controversial feature, but it should help save lives. Right now it's limited to health officials, but eventually you will be able to enable it. Wie das 5C, ja Mann, das sieht echt so aus, so richtig ekelhaft, das sieht nicht hochwertig aus. If you so sag ich ganz ehrlich, wenn ich mir so ein scheiß iPhone kaufe für über 1.000 €, dann soll es auch aussehen wie ein iPhone für über 1.000 €. Choose on your personal device. And a great feature that Apple brought to 13.5, which I think should have been there to begin with, is face mask. Krass, Digga! Schau mal, das liebe ich an Apple, Moruk. Das liebe ich an Apple. Angenommen, es würde von Samsung, gibt es ja auch so Scan, also so eine Gesichtserkennung, ne? Und bei Samsung würde niemals ein Update kommen, was die Gesichtsmaske von jemandem erkennt. Niemals würde sowas kommen. Und was macht Apple? Apple bringt sowas raus. Und das ist der Grund, eines der Gründe, warum ich... einfach Apple feier, Digga. Da werden einfach Produkte bis zum geht nicht mehr unterstützt. Brought to 13.5, which I think should have been there to begin with, is. Und das Ding ist, das geht auch gar nicht. Das geht auch gar nicht, dass die Samsung-Handys das können, weil bei Face ID bei Apple hast du ja die Kamera, dann hast du eine Kamera, die misst, die Distanzen misst, wie weit die Sachen entfernt ist, und dann hast du eine Infrarotkamera, also Digga, Face ID von Apple ist einfach übertrieben brutal. Das hat mein Kopf gefickt, als ich das gesehen habe, Digga. Mask recognition. Essentially, whenever the lower part of your face is covered up, your iPhone will now recognize that and immediately bring up the passcode screen prompt. Before, you'd have to error out a couple times before that automatically popped up. Just a needlessly long process, which is now almost instant when your iPhone recognizes your face is covered. Stark. Stock. Awesome, especially for these times. And another great health feature in 13.5 is the ability to automatically share your medical ID with a dispatcher on an emergency call from your lock screen without having to dig through your iPhone. Kann man eigentlich einfach ein Gesichtsfoto zeigen und das öffnet dann das Handy? Nein, Arda, kannst du vergessen. Das geht bei Apple nicht. Das geht bei Apple nicht, Arda. This is an option which can disabled. Aber das müssten auch eineigige Zwillinge sein. Also, Apple has further refined their exposure notification toggle within the privacy settings, the health category here. They've made it more clear how your information is shared, and they've made it apparent that this information is not shared unless you have a specific third-party application in which you give access to. Now, the very un-Apple-like thing about this whole iOS 13.5 release is that Apple has left... Keine Zwillinge sind zu 100% identisch. Ja, aber eineigige Zwillinge, die sind so gut wie identisch, Digga. Millions and millions of people open to attack with various bugs which have been exposed, such as the notification crashing bug, the various mail bugs. There's a new sandbox zero-day... Ja, Digga, red mal über jetzt das neue iPhone, by du this time, nervt Max mich. Weinberg's Orange hours was correct. So I wanted to... that Apple was working on those. There's the evidence. Okay, and getting into the iPhone 12 stuff. Ich sag euch ganz ehrlich, das hier gefällt mir, weil also manche von euch, die die Infos wahrscheinlich, und viele von euch werden sich da nicht so krass dafür interessieren, aber das iPhone 12 wird wahrscheinlich wieder ein Aluminiumgehäuse bekommen und darauf freue ich mich extrem, weil dieses Gehäuse kennt man vom iPhone 4S. Ich weiß nicht, ob ihr das iPhone 4S in euren noch euch vorstellen könnt, das war auch so eckig und ich sag euch ganz ehrlich, das iPhone X ist zwar cool, das ist so gebogen, das liegt zwar cool, aber ich finde, ich sag euch ganz ehrlich, dieses eckige und kantige, das feiere ich viel, viel mehr, das sieht viel, viel hochwertiger aus. Das einzige, was mir jetzt bei dem nicht so taugt, ist, dass die Glasfront nicht so schön ist. Also ich find die Glasfront, so wie sie hier beim iPhone X ist, finde ich die viel, viel schöner als jetzt hier. Das sieht noch von hinten, ne? Vor allem auch dadurch, dass diese Erhöhung, wo die Kamera eingebaut ist, finde ich, sieht es viel zu sehr nach einem iPhone SE aus. Also, nach einem iPhone XR. Und die XR sind ja die billigen iPhones, no front jetzt an Lawrence, aber fühle ich nicht so. So I wanted to say we've updated our designs once. Aber das sieht geisteskrank aus. Auch was ich mir, also damit ihr auch mal meine Infos habt, was worauf ich mich am allermeisten freue, beziehungsweise was ich mir am allermeisten wünsche, was iPhone 12 angeht. iPhone 12 wünsche ich mir zum einen entweder ein 90 oder ein 120 Hertz Bildschirm. Ich habe keinen Bock mehr auf einem 60 Hertz Bildschirm durch Instagram zu scrollen und sowas. Also wenn ihr schon mal ein iPad Pro in der Hand hattet, eines der neuesten, werdet ihr merken, dass 120 Hertz einen enormen Unterschied machen, vor allem beim Scrollen. Also beim Scrollen, wenn du zum Beispiel im Internet surfst oder sowas oder bei Instagram oder so, 120 Hertz. Dann will ich die Bildschirmränder kleiner haben. Ich weiß, das ist... Digga, klar, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber Bros, ich zahle dafür 1400 Euro oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? 1300 oder 1400 Euro. Also, kleinere Bildschirmränder, weil ich finde, die Bildschirmränder auf, also am iPhone, die sind mir ehrlich gesagt zu groß. Sag ich euch ehrlich. Wie es ist, das ist mir zu fett. Das ist mir nicht 2020. Taugt mir gar nicht, Digga. 1080p nervt. Finde ich nicht schlimm, Digga. Mir ist viel, viel wichtiger, dass 120 Hertz kommt. Oder wenigstens 90 Hertz. Ich meine, das haben die schon beim iPad geschafft. Warum bauen sie es nicht ins iPhone ein? Das heißt, die zwei Sachen. Dann, was ich auch will, was wir auch hier zum Beispiel anzeigen und was inshallah auch kommt, ist, dass die Touch, wie heißt nochmal die Bar, Junge? Die Face ID, Ding. Wie heißt die Leiste, Junge? Bin ich behindert? Wie heißt die Leiste, wo das drin eingebaut ist? Wie nennt das Apple? Die Notch, genau. Die Notch, dass die Notch vom iPhone kleiner wird und schmaler wird. Also, dass es weniger ist, weil die ist, sage ich euch ehrlich, die ist zu groß. Die ist zu fett. Das muss nicht sein. Also klar, für 2017 war das voll okay. Aber jetzt, das ist nicht mehr für 2020 angemessen, das ist mir zu groß. Ansonsten Kamera, ja, natürlich bessere Kamera, ist klar. Fühle ich, sollte auch dazu kommen. Schnellerer Prozessor, all die Standarddinge, ne? Aber das sind die wichtigen Elemente, wo ich sage, das will ich haben. Das will ich haben. Ja, das will ich haben. Das sind die wichtigen Elemente, also die drei oder vier Sachen will ich haben. Und ansonsten sind halt die Standard-Updates, ne? Wie schnellerer Prozessor, bessere Kamera, vielleicht lautere Lautsprecher. Vielleicht, was ich mir auch wünschen würde, ist, dass USB-C kommt. Also, dass ich dann das iPhone nicht mehr mit einem Lightning-Kabel lade, sondern mit einem USB-C-Kabel. Und, falls sie das vielleicht hinbekommen, aber das ist nicht das Pro-Modell. Ja, ich will, wenn dann das Pro-Modell, also ich kaufe mir eh das Pro-Modell, safe, egal wie viel mehr das kostet, dass sie USB-C haben und ein Schnellladegerät. Ich schwöre, das finde ich ein bisschen gottlos. Das finde ich ein bisschen gottlos. Also das finde ich echt ein bisschen gottlos, dass sie da das Schnellladenetzteil nicht mit dabei haben. Dann kurz weiter. iPhone 11 Pro hat Schnellladenetzteil. Ach so, das wusste ich nicht, Digga. Okay, ja, passt. The car was correct about the 6.7 inch. Digga, die Notch, wenn die so groß bleibt, Digga, und die Ränder so groß sind, Bros, das taugt mir gar nicht. iPhone 12 Pro Max. We've used their measurements for all of the other models, the 6.1 Pro and non-Pro models, as well as the 5.4 inch. And I wanted to say we were completely wrong on the sizing of the 5.4 inch. Ours was way too big. Actually taking a look at the sizing in reference. Das wäre so schön, wenn das so rauskommen würde, gell? Wenn das iPhone, so wie es hier ist, so aussehen würde, ne? Baba. Ich würde es mir in schwarz ganz normal kaufen. Schwarz mit silbernem Rand. Geil. To the other iPhone sizes, this thing is small. Vielleicht würde ich mir noch überlegen, das iPhone in Weiß zu holen, aber imagine that design, full display. This is going to be a ridiculously popular device. You already know that people love small phones. I'm really excited to hold that tiny little nugget in my hands, but the iPhone 12 5.4 inch, much smaller than we thought. Also courtesy of John Prosser, we now have our first look at the iPhone 12 lineup pricing. Usually around this time, May, June, we'll be learning these, so this sounds about right. The iPhone 12 5.4 inch entry level. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie die iPhone 12, achso, okay, es sind zwei verschiedene Größen, 5,4 Zoll und 6,1 Zoll, okay. Also, ich sag euch ganz ehrlich, Apple hat da ja echt einen starken Move rausgehauen, dafür, dass sie das iPhone SE, dass sie das SE für 500 oder 470 oder sowas online gestellt haben. Aber ich sag euch eine Sache, Apple wird, glaube ich, nicht bei dem iPhone 12 und nicht bei dem iPhone 12 Pro die Preise billiger machen. Das Ding ist nämlich, das iPhone SE 2, was rausgekommen ist, das ist so billig für 470 €, weil sie das Gehäuse schon von den alten Modellen, von den iPhone 7 oder von den iPhone 8 einfach genommen haben und nur die internen Sachen eingebaut haben. Ich glaube nicht, dass sie die Preise so billig machen werden, wie die da sind, für 1.000 €. Model will start at $649. This is the cheapest organic LED display Apple has ever offered on an iPhone in the smallest form factor. $649 sounds like a steal. A step up from that, the iPhone 12. In dem Blau sieht das iPhone echt schön aus, aber würde ich auch nicht kaufen. Also ich würde solche Sachen wie iPhone oder solche Sachen, die du nicht so wechseln kannst, würde ich in den Standardfarben schwarz oder weiß kaufen. Non-Pro 6.1 inch model will be $749, also an organic LED model. Those two base models will have dual lens cameras. So going further, the iPhone 12 Pro will be $999, sounds about right. And the iPhone 12 Pro Max will be $1,000. Glaube ich nicht, dass das iPhone 12 Pro für einen Taui zu kaufen gibt. $99. So the weil es wäre in Deutschland 950 € ungefähr. Pricing is staying the same on the Pro models. We don't know about the pricing for the storage, but that sounds very fair to me given the circumstances and everything that's going on, all the tech that's going into these iPhones. I know personally, just listening to all these leaks, seeing how it unfolds, how much work is being put into these, it's crazy that Apple is keeping the price the same. I expected $1,200 for the Max version, and $1,099 sounds very fair. He also confirms that all models will be 5G. Bin ich gerade behindert oder sieht das iPhone auf diesem Foto nicht mehr so länglich aus, sondern eher breiter? Bilde ich mir das gerade eben nur so ein oder? No details on millimeter wave or sub 6 GHz. Ja, 5G und solche Sachen, das sind jetzt nicht so Sachen, die ich mir jetzt, wo ich jetzt sage, ey, das wünsche ich mir, weil das ist klar, dass sowas kommt, ne? Capabilities, if they'll be split up, like some of the other leakers are saying, but they will all be 5G. Mass production of the iPhone 12 by about a month. We'll still make a 2020 release, they say, but the order number has gone down slightly, 20% or so from the original intended amount. 2020 release is still likely. An outlandish report from Economic Daily News says that we still could see a Touch ID version of one of the high-end iPhone 12 models this year. Yeah. So likely the 12 Pro Max, which was rumored earlier to adopt an in-screen ultrasonic fingerprint sensor. Schau mal, da seht ihr doch, wie fett die Ränder sind vom iPhone X. Oder 11 oder 11 Pro. Viel zu fett. Sir, could still happen. This would be in collaboration with Qualcomm, and it's possible that it could work on a larger portion of the display, unlike most of the Android phones nowadays, which have a very... Ich glaube nicht, dass sowas kommt, weil dafür die Entwicklung ist viel zu teuer dafür. Das würde viel zu viel kosten. Small area where you have to fit your finger in, and it doesn't always scan. Und die haben schon genug neue Kosten mit neuem Gehäuse, dann hoffentlich 120 Hertz Bildschirm und sowas. Da haben die schon zu viel Kosten. Perfectly, it's totally understandable why Apple wouldn't launch this technology right away. They want the in-screen fingerprint sensor to be mature, to be much more accurate, more reliable. Something that I'd say it's not quite fully ready on Android phones right now. It's a bit frustrating to use that on my Galaxy S20. Regarding that in-screen Touch ID, Mark Gurman of Bloomberg did report that that would be happening in 2021, but otherwise other sources did confirm that it is. Digga, das würde zu krass aussehen. Sorry, dass ich mich so oft da wiederhole, ne? Aber ich finde das zu krass, ne? Vor allem der Rahmen hier, wenn der so spiegelt wie hier, ne? Das wäre so geil. Und auch mit diesem Schieberegler wie beim iPhone 4S. Das wäre krass. Ja, das da oben ist natürlich ein Bullshit, aber ich gucke mir das Kleine an, ne? Weil ich werde mir eh kein Max kaufen. Ich fühle Max gar nicht, Digga. Ich fühle Max überhaupt nicht. Aber mich regt dieser Regler hier beim iPhone X, finde ich absolut für den Arsch. Ich finde den Regler viel, viel schöner. Happening. Apple is working on a Touch ID iPhone. Eventually, they're going to want to bring that back for a full screen, bezel-less display before they place the cameras beneath the glass. So it's happening, it's just a matter of, is it happening this year or is it happening next year? And the overall smartphone market is on decline. It's looking a little bit grim right now. 16.5% decline in Q2 with about an 11% decline year over year. Apple's iPhone SE is their saving grace right now, as many Android owners are even converting to the iPhone due to the price and the performance point you get at that price. A sad report from iFixit has found that Apple has removed the chip. Ja, das war's dann auch. Ja. Wie gesagt, Thema iPhone 12.